Mit der Motorsäge. Natürlich. Ich hätte gleich probieren sollen. Das ist aber unrealistisch. Wer von uns hat noch nicht einen Biber zersägt? Hm. Gut. Dann gibt es eigentlich nur eines, was wir noch zersägen können. Und das ist folgendes. Und da wird es bestimmt klappen. Aber wenn nicht dafür, wofür denn dann? Wofür denn dann? Muss ich das Pixel genau machen? Das kann doch nicht sein. Braucht die Benzin? Nee, ne? Okay, das ist... ja. Vielleicht kann die wirklich nur Motoren sägen. Ist die Motorsäge? Die Motorsäge ist natürlich weg. Natürlich ist die weg. Ist doch immer. Alter, diese Wimmelbildspiele, ne? Die sind nochmal anders. Die sind nochmal anders schlau einfach. Boah, puh, mein Gehirn käst jetzt schon. Mechanica Maxia. In den unterirdischen U-Bahn-Tunneln, inmitten einer Fülle von mechanischen und elektrischen Geräten, wurde dieses Wunder der Natur geboren. Eine fleischfressende Blume mit mechanischen Kiefern und leuchtenden Beeren als Köder. Diese seltene Blume ist in der Lage, kleine Tiere zu fangen und zu verspeisen. Cool. Der Biber! Die brauchen wir für den Biber! Das ist es! Okay, sehr gut. Warte, ich guck noch mal kurz, was können wir hier noch machen? Eine Batterie ist hier unten zufälligerweise. Sehr gut. In der U-Bahn-Station, wo auch sonst. Und ein herausgeforderter Sicherheitskasten. Knopf. Cool. Das wollte ich ja auch. An dieser Konsole fehlt ein Hebel. Langsam ist aber auch. Also langsam. Okay, der Hebel, die U-Bahn fährt nicht mehr. Ist wirklich Metro. Habe ich auch gesagt, sieht aus wie Metro. Hier ist schon wieder, guck mal, hier ist schon wieder. Der Bürgermeister war sehr aktiv bei der Förderung neuer Technologien von Professor Gustav, aber es kam nichts Gutes dabei raus. Das sind die neuen Technologien von Professor Gustav. Das da oben. Das hier. Das ist neue Technologie. Wow, das ist aber, also der Gustav ist schon ein sehr kluger Mann. So, die Battery. Einmal rein. Einmal dran. Können wir nicht kurz rüberlaufen und dem auf die Fresse hauen? Wo will der sich denn hier verstecken? Wo geht's denn da noch hin? Ich meine, der ist doch auch ein Mensch. Der hat sich hier einfach... Da ist auch nichts, da ist ein Zaun einfach nur. Der muss ja hier noch sein. Der ist nicht plötzlich weg. Warum nicht einfach anders oder hier hinten rumgehen? Hier hinten rum und dem einfach so bam in den Nacken. Du hast keine Faust im Inventar. Ich hatte gerade noch eine Motorsäge und ich habe ein Allzweckmesser. Wir finden eine Möglichkeit. So. Was ist denn mit dieser aufwendig animierten Pflanze jetzt? Ich kann nichts mehr anklicken.
Also alles umsonst. Ich kann gar nichts mehr anklicken. Huch, wollte ich gar nicht. Ich kann nichts mehr anklicken? Hä? Hier, ach da, ich muss genau konkret hier oben. Die Pflanze wuchs blitzschnell und blockierte jetzt wieder die Leiter. Ich muss einen Weg finden, um sie dort wieder wegzubekommen. Na gut. Na gut. Ich guck mal. Wir müssen gucken, wofür der Knopf ist, ne? Wir müssen erstmal schauen, wofür der Knopf... Ja, eine Motorsäge wäre jetzt wirklich gut. Die wäre spitze. Aber leider eine Art Hebel, natürlich. Das ist einfach... Das ist einfach immer noch... Das ist so unverschämt einfach. Hat man hier irgendwas mit Knopf? Nee, ne? Nicht so ein Knopf. Glaube ich. Das hat man schon. Das ist Schlüssel. Und das passt hier nicht. Also bringt es einfach nichts. Eine Walze. Okay, das bringt gar nichts. Kriege ich da Luft rein? Nee, ne? Was, wofür ist denn dieser Knopf? Jetzt haben wir den und der macht nichts. Kann ich irgendwas anderes anklicken jetzt? Nee, ne? Einfach nur noch weniger. Eine Pumpe. Okay, mit dem Mund aufblasen geht nicht. Andere Sachen liegen da auch nicht rum. Hatten wir irgendwas, wo ein Knopf fehlt? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so recht dran erinnern. Ich meine, hier würde theoretisch, hier haben wir den mal her. Ein Hebel. Oh. Ah. Alle in die Oh nein. Hier werde ich versagen. Ja, und? Habe ich schön gemacht, ne? Es ist auch viel zu spät für so ein Rätsel, wenn wir mal ehrlich sind. Okay. Schade. Schade. Hätte theoretisch klappen können. Reicht das denn nicht so? Hier fehlt noch eine Sicherung. Ich fand's eigentlich gut, wie es war. So. Konzentrieren, dann geht's auch. Okay. Ach, die Tür ist jetzt offen. Ja, die Tür ist offen. Woo! Ja. Okay. Ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der dieses Spiel gespielt hat. Das ist der andere Kunde, der es jetzt bei Steam gekauft hat. Verstehe. Gut. Zange-Radioschlüssel. Zange-Radioschlüssel. Ist das eine Zange hier? Sieht sehr zangig aus, aber nicht gemeint. Okay. Was brauchen wir noch? Feder, Lichtstrahler, Umschlag. Umschlag habe ich hier gesehen. Feder, Lichtstrahler, Zange-Radio. Zange-Radio. Warte mal, hier sind Dokumente.
Die Energie des Meteoriten ist doch nicht so harmlos für Menschen. Im letzten Versuch wurde mein Kollege der Meteoritenstrahlung ausgesetzt und besaß danach seltsame Kräfte. Jeden Tag wuchsen diese Symptome mehr und mehr. Ich vermute, dass der Professor ihn bewusst als Versuchsobjekt verwendet hat. Ich werde nicht warten, bis er beschließt, mich auch in seine Experimente einzubeziehen. Ich werde die Stadt als Fahrer verkleidet verlassen. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Ich glaube, er hat es geschafft. Da ist die Zange, sehr gut versteckt. Radioschlüssel, Lichtstrahler, Fehler. Feder. Fehler wahrscheinlich auch. Was ist denn das? Ist das eine Unterhose? Hat die Pflanze eine Unterhose an? So. Feder. Aus der alten Gammelhand. Hier hat doch eine Schlange, hier ist ein Schlüssel. Blume, Pipapo, lalala. Wir müssen eh mal gucken, was wir alles machen können. Kann ich nicht öffnen. Hier ist eine Sicherung. Keine Ahnung, wo die reinkommt. Hier hinten vielleicht irgendwo. Nein, ist nicht zum Öffnen. Okay. Kann ich da einen Hut nehmen? Nee, ne? Ich finde das... Ich muss aber zugeben, ich finde das ganz cool, dass das hier so animiert ist. Also es ist schon relativ liebevoll gemacht. Die haben sich schon Mühe gegeben. Da ist die Blume. Lichtstrahler. Ach, das ist ein Ventilator. Ja klar, ich... Die Glühlampe fehlt. Das hier für den Ventilator. Das ist ein Spachtel, das ist kein Rotor. Okay. Okay. Ah ja, das war ja klar. Das Maßband, natürlich, das haben wir alle da vermutet. Ah ja, der Kompass, natürlich. Genau wie ihr gewusst habt. Ist mit Lichtstrahler einfach ein Lichtstrahl gemeint? Also hier von dem Ding vielleicht? Also wenn da eine Lampe drin... Da ist... Nee, das ist nicht. Okay. Radio... Der Griff fehlt. Kann ich nicht hier? Nein, offenbar nicht. Okay. Schaufel. Was haben wir noch? Griff? Lichtstrahler? Eine 4 fehlt auch noch irgendwo. Eine 4. Layers of 4. Hier ist noch eine 4. Da ist eine 4. Kann ich die nicht nehmen? Stoppschild, auch nix. Was kann ich mit der Sicherung machen? Ja, Glühlampe fehlt, ja. Aber wo kommt die Sicherung rein? Ich sehe momentan keinen Ort für die. Rotor. Okay. Ach, das ist die Lampe. Als Spieler bin ich so an Sicherung gewöhnt. So, Lichtstrahler. Aber das ist doch ein Lichtstrahler. Hä? Ach, die 4. Jetzt haben wir die 4. Okay. Da kam die 4. Die 4 kam durch die. Das war, da kam natürlich die 4. Gut, geil. Und hier fehlte noch was. Hier fehlt noch irgendwas. Kann ich vielleicht jetzt doch? Jetzt kann ich doch. Das war ein Griff. Toll. Hat uns weitergebracht. Lichtstrahler. Das hier eigentlich, ne? Ja, das ist ein Lichtstrahler. Okay. Und dann fehlt noch ein Käfer. Der ist irgendwo drin. Hier drunter wahrscheinlich. Oder der leuchtet so. Oder im Safe. Der Griff fehlt. Ja, dann nimm diesen hier. Hier ist so ein Griff. Hä, war da nicht gerade was? Hier. Ach so. Der Rotor. Hier fehlt noch ein Rotor, da fehlt noch ein Griff. Aber uns fehlt eigentlich nur noch ein Käfer.
Kann ich ihn hier bewegen? Nee, ne? Nee. Schade. Würde gerne. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo soll ich denn gucken? Ein Griff oder ein Rotor? Taste geht auch nicht? Nee. Griff oder Rotor? Ist das ein Griff oder ein Rotor? Ich glaube ein Griff, ne? Ah, okay, so sieht ein Griff aus. Okay, was für ein... Habe ich auch gesagt, ist der Käfer. Man hätte das Tuch auch mal wegnehmen können. Da braucht man keinen Ventilator für. Einfach so. Ups. Ah, das ist aber... Das ist doch frech. Gut gemacht. Zuggriff. Los, Leute. Zugriff. Los. So, wir haben einen Zuggriff. Was ist denn ein Zuggriff? Also. Ach so. Save Teil 2. Oh, und eine radioaktive Spritze. Eine kontaminierte zumindest. Okay, cool. Die packe ich mir gerne ins Inventar. Hau die doch einfach ins Bein, dann hast du auch Superkräfte. Mach doch mal. Hast doch nichts zu verlieren. Okay, mit der Spritze werde ich jetzt die Pflanze töten. Oder auch nicht. Jetzt habe ich's. Ich weiß genau. Wo sind die Kinder? Nee, warte. Jetzt, der Biber hat doch Hunger. Dieser Biber, ne, der macht mich fertig. Dieser Biber macht mich einfach fertig. Der steht auch den ganzen Tag nur regungslos da. Der macht nichts, der steht nur da. Was ist denn mit dem? So, hier kommen wir immer noch nicht weiter. Ja, mein Traum. Wir haben eine Spritze, zwei Safe-Teile, eine Walze. Da war nichts mehr, ne? Nee. Hier kommen wir auch nicht mehr rein. Nein, hier ist nichts mehr. Ich will nur gucken, ob wir was übersehen haben hier vielleicht. Vorsichtshalber, nicht, dass wir es später bereuen. Ihr wisst, wie das ist, ne? Man bereut einfach so vieles im Leben. Ja, der Bürgermeister ist sehr aktiv. Der wird hier auch nochmal sprechen, glaube ich. So, warte. Wir haben eine fucking Spritze. Kann ich damit das Gummiboot aufblähen? Was? Ach. Aber das ging noch vorher nicht. Ich habe die Pflanze vorher komplett abgeklickt. Ich habe die abgeklickt und... Rein mit dem Lachs. Aber in den Po. Wow. Die ist aber übel geschrumpft. Kann ich hier mitnehmen? Nee, jetzt kann ich hier wieder runtergehen. Okay, weird. Sehr weird. Ich geh mal in den Glockenturm. Ja, unser Freund. Ihr Oscar, mein Herr. Ihr Oscar. Wieso kann der nicht gehen? Warum kann der nicht gehen? Hat er sich eingemacht? Eventuell. Trägt er so Erwachsenenwindeln und hast du in einem Pfund drin? Warum kann der Mann nicht normal gehen? Und warum tötet er uns nicht einfach mit dem Blitz? Ich meine... Tot. Weiter geht's. Gut. Oh, Alter, RTX ist aber da, ne? RTX ist aber strong hier einfach im Spiel. Gustav, kommen Sie zur Einsicht und stoppen Sie die Experimente an den Meteoriten. Ich habe versucht, Ihre Meinung zu ändern und Sie aufzuhalten, aber Sie sind wahnsinnig. Hören Sie auf, mich und meine Familie zu jagen. Ich möchte nichts mehr mit Ihnen zu tun haben.
Eine Säge. Eine Walze. Ach so, ja klar, dann will ich nicht. Es fehlt ein Zahnrad. Da fehlt eine Walze, Mann! Ach, da drunter fehlt noch ein Zahnrad über, unter der Walze. Ah, okay. Gambling ist verboten auf Twitch, darf ich nicht. Ah, nee, die machen ja eh nichts. Ist okay. Das ist doch okay, habe ich mich getäuscht. Kurz. Der hängt aber sehr tief. Ich kann nicht nach oben gehen. Der Kronleuchter blockiert den Weg und ich habe keine Möglichkeit, ihn beiseite zu schieben und daran vorbeizugehen. Denn ich habe offenbar gar keine Arme. Oder Beine. Oder irgendwas fehlt auf jeden Fall. Kein Gehirn. Also irgendwas Wichtiges scheint da zu fehlen. Ja, es ist unmöglich, diesen Kronleuchter an der Kette, der hier nach links und rechts schwingt, nach links und rechts zu schwingen. Das geht einfach nicht. Das versteht ihr nicht. Das ist Physik. Das sieht aus wie ein verrückter Zahnarzt einfach. So, was haben wir denn hier schön? Robin White was an ordinary assistant. But during one of my experiments, he obtained an unusual power and ran off from our secret laboratory. I'm sure that he used his newfound abilities to get away. It proves once again that he has quite a lot of potential. I must bring him back and do more research on this phenomenon. Professor Gershoff. Okay, geil. Das haben wir. Wieso schreibt er nicht selber was auf? Was ist denn das? Ah, Nummer 3. Und? Bling, bling, ring. Da war sogar noch Name eingraviert. Geil, aber nicht unserer. Überraschend. Wow, hier funktioniert mal was nicht. Ist ja komisch. Kennt man gar nicht. Notausgang, da gucken wir auch gleich mal durch. Oder kamen wir da gerade... Da kamen wir gerade rein, ne? Wahrscheinlich. Wir gucken gleich mal. Meine Homies von der Notausgang. Nee, oh warte, ist was anderes. Oh nein. Dieser üble Schuft. Hätte ich auch bloß einen Handschuh. Ich kann den Hebel nicht erreichen. Ich muss den Strom ausschalten. Oh, was ist denn hier? Die Elster wird nicht einfach von ihr wegfliegen. Ihr Nest ist hier in der Nähe. Kann ich das anzünden? Ich will nur die Welt retten, Leute. Ich könnte die Leiter hinunterklettern, aber sie steht unter Strom. Zuerst muss ich den Strom ausschalten. Wie gewonnen, so zerronnen. Hebel. Was für ein guter Tausch. Was für ein guter Tausch. Der Ring war aus der Priscilla Amanetti Collection. Der hat locker 35.000 gekostet. Aber jetzt habe ich ja diesen tollen Hebel. Naja. So. Gut, ansonsten hier nichts. Und wenn ich wieder rausgehe, ist die Elster wieder da? Nein. Ich dachte, wir kriegen den Ring wieder. Okay. Wir haben einen Hebel. Da ist übrigens noch einer dran, aber den kriegen wir nicht. Mit diesem einen Hebel können wir bestimmt was Tolles machen. Jetzt müssen wir herausfinden, wofür dieser eine Hebel ist. Hierfür nicht. Eine Art Hebel. Den Hebel wieder aufnehmen. Den Hebel wieder... Das habe ich immer gehasst. Das habe ich immer gehasst an Wimmelbildspielen. Wenn du einen Schlüssel findest oder sonst irgendwas, dann machst du auf und brauchst noch einen Schlüssel. Wenn du einfach so das Gefühl hast, du kriegst einfach so einen Mittelfinger, weißt du, so, von den Entwicklern. Ach, du hast was geschafft? Ja, fick dich doch. In deinem Scheißleben. Schaffst doch eh nichts. Siehst du doch. Piss dich, Junge. Aber ich habe einen Waschmaschinenknopf. My life is complete now. Jetzt habe ich einen Waschmaschinenknopf. Aus der Kanalisation. Jetzt komme ich bestimmt weiter. Aber am Safe geht er doch nicht, oder?
Ein Waschmaschinenknopf am Safe? Wasserspritze. Bleichmittel. Ja. Erstmal Haare blondieren. Okay. Wasserspritze will er auch nicht. Dieser Biber ist so anspruchsvoll, ne? Ich weiß ja auch nicht. Was soll ich mit dem nur anfangen? Okay. Ich habe einen grünen Daumen. Okay, cool. Ich habe die Pflanze erledigt. Jetzt muss ich herausfinden, wie man die Tür aufbekommt. Oh boy. So, Antiquitätenladen. Das ist aber eine sehr kleine Tür. Also perspektivisch verstehe ich, die ist da hinten, die Tür. Ja, aber die ist genauso klein. Ich glaube, die ist eher, das ist ein ganz kleines Antiquitätengeschäft für ganz kleine Menschen. 1,20 darfst du dann rein. So, die sammeln wir. Hypnotik Helianthus. Es scheint, dass diese Pflanze gerne dunkle Orte bewohnt. Die Glocke an der Spitze der Blume leuchtet im Dunkeln und lockt Insekten in ihren Schlund. Ich war nicht in der Lage, mich zusammenzureißen und sie gleich zu neutralisieren. Okay. Was ist das hier? Ist das so ein Insekt, von dem man so hört? Mona Lisa, die ist original natürlich, klar. Ich hab den Kleber nicht mehr. Hier hängt die Mona Lisa und ich hab den Kleber nicht mehr. Oh, ich bin so dumm. Jetzt hätte ich was tun können. Jetzt hätte ich aufrütteln können. Ach, das ist aber ärgerlich jetzt auch. Ich hab den Kleber für den Gummiflicken gebraucht. Tut mir leid. Naja. There was a robbery at the municipal bank, and a very expensive deposit of gold was stolen. A suspect with a bald head fled the scene. Some witnesses claim that they had seen Professor Gustav. Wer ist der Verbrecher? Es gab einen Raubüberfall und es wurde ein Verdächtiger mit kahlem Kopf gesehen. Und einige Zeugen behaupten, sie hätten Professor Gustav gesehen. Aber hier ist ein fettes Foto, Mann! Ja, man sieht doch, wer ist der Verbrecher? Hier ist das Foto. Es gab ein Foto. Funk Royal hat geklaut in der schwedischen Bank. Es ist doch da. Für alle. Alle können es sehen. Jetzt ist er aufgeflogen. Jetzt wissen alle Bescheid über Funk oder Professor Gustav. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Also solltet ihr Funk schauen, ja? Könnt ihr ihn ab sofort nur noch Professor Gustav nennen? Ich bin sicher, er würde sich sehr freuen. Und wäre auch gar nicht verwirrt. Und nicht petzen, wo es herkommt. Einfach nur Professor Gustav sagen. Ist einfach, der freut sich einfach gerne, ne, über sowas. Kleinigkeiten einfach. Ist einfach schön, auch was Liebes. Mal zurückgeben auch. So. So, warte, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Eine Filmrolle. Also keine Filmrolle. Ich könnte mit dieser Maschine eine Art von Film ansehen. Okay. Ich liebe es, wie alles hier knarzt übrigens. Könnte auch mein Hüftgelenk sein.